So, Medienberichte, Verbrecherkartei. Schauen wir uns unsere DNA an, bevor wir da irgendwas in Here's die my Moleküle DNA before rumprobieren. the incident. Okay, das war das, was davor ist. Können wir uns das noch anschauen? Nein. Schauen wir uns das This is the refined Wirkungsmolekül an. sample of the drug taken from Officer Montoya after she killed Falcone. It seems that the drug attaches itself to specific proteins in the genome structure. If we can modify the drug's molecular structure, we should be able to create a counteragent. Once you've figured this out, we'll have a working antidote. We can cure others affected by the drug. No. I wish that were possible. This cure is Okay, jetzt based muss on ich mich hier mal lies. aufrichten, It weil only worked anscheinend for müssen wir jetzt ein me. bisschen denken. To Und cure denken other ist meine people, we have Stärke. to sample and decode the Da musst du genome grinsen, structure, gell? making sure every person in it Dazu them. sage ich jetzt mal nichts. We don't have the time or Also, resources for that. wir müssen die Fiesta jetzt also That's hinstellen, so why wie we das were da links lucky to have ist. mine on file already. Nein. 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 Konntest du Nein. das nicht? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich das. Das hier ist schon mal richtig. Ja, genau. Das war ja easy. Das war ja easy. That should do it. Aber was ich nicht verstehe, warum er sich selber nicht eine Blutprobe abnimmt. Um sicher zu gehen, ob das wirklich auch auf ihn zutrifft. Vielleicht ist es ja ein anderes Mittel. Aber nein, man kann nicht alles haben. This needs to be injected directly into the vein to work. I don't imagine it'll be much fun. Aber so weit denkt das Spiel gar nicht, oder? Spritzen. Linken Stick, um das Gegenmittel zu spritzen. Das wirst du nie verstehen, oder? Drück den linken Stick rein. Mache ich? Achso, links, oh. Ich drück doch rein! Ah, achso. Kann man schon mal grinsen drüber. Ja. Aber oh, dass ich selbst was zu spritzen, das ist so schlimm. bist du kein erfahrener Heroin-Junkie? Nee, ich hab mir mal früher, wo ich krank war, Heroin gespritzt. nee, musste ich mir früher mal solche Insulinspritzen in meine Bauch, in mein Bauchspeck reinspritzen und das war schon richtig schlimm. Stimmt, da war was. Das erinnere ich mich an. Ich das, immer hast, selber das, hast gemacht. Mir, genau, das hast du mir erzählt gehabt. Das war schlimm. The press is reporting that Vicky Vale is missing. Yes, and obviously the police have yet to find a body. That woman trying to get the scoop on you, pretending to care. She betrayed you. Ich würde A sagen, weil wir haben ja auch die Informationen I gegeben. Wish things had been different. Wir hätten es Gordon Maybe geben I could sollen. Have gotten through to her. You always try your best, Bruce. She had her own agenda from the start. Das ist eigentlich immer total dumm, wenn man dir Journalistin irgendwelche Infos gibt. Das ist eigentlich eigentlich im Grundgedanken ja schon total verkehrt, aber es ist halt schwierig, immer auf die kurzen Distanzen ist dann so richtig zu entscheiden. Es ist ja wirklich interessant. There were bigger plans than me, Alfred. Batman stopped her at the Skyrail station, and I can't believe that she isn't finding another way to use the drugs. Well, if that's true, she may be more dangerous than ever. I know, I know. I met someone in Arkham who gave me a tip on how to find her. A tip? Do you really think you can trust someone in Arkham Asylum? No offense intended toward your recent time there, of course. Ich würde X machen. Würde ich auch machen. Oder A, aber X ist eigentlich I don't trust him. The man is das, was eigentlich auf der Hand liegt. Well, let's try to steer clear of him in the future, shall we? He told me that if I want to know what she's planning, then I should visit her parents' house. If the Vales still live in Gotham, they should be easy enough to locate. Got it. Bruce. Yeah. If you do find Miss Vale, please be careful. Careful. Was ich höchst interessant und gut gemacht habe vom Spiel finde, ist, dass du eine Entscheidung triffst in Staffel 1 und die wirklich in Staffel 4 noch starke Auswirkungen, also Ende Staffel 3, Anfang Staffel 4, Staffel 4, das ist wirklich stark gemacht. Also nicht, dass halt eine Entscheidung über ein, zwei Staffeln geht, sondern wirklich über das komplette Spiel. Ja, aber das ist doch halt der Sinn von diesen Telltale-Geschichten, dass du das, was du in die ersten Folgen beispielsweise schon entscheidest, dass das immer nur Auswirkungen hat.
natürlich. Das ist ja wie bei, wenn du das jetzt aufs Beispiel Walking Dead beziehst, das ist ja auch so, dass da die Leute, die halt einfach sterben früh, die werden halt später dann wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Ja, natürlich. Aber stimmt, das ist gut gemacht. Aber ich finde, das muss aber so sein. Weil sonst könnte man den ganzen Schmarrn einfach sein lassen. Alfred, the Vales are dead. One body confirmed, but there is a lot of blood. Alert Gordon. Will do. I don't know how this is connected to the drugs yet. Aber wie der Anzug schon total demoliert ist. Sure, ja. Kept quiet. Okay, die hat erstmal keine Augen mehr. Schauen wir uns erstmal im Haus um, bevor wir uns die Leiche anschauen. Konntest du dich da großartig umsehen? Ich schaue erstmal auf die Couch, mal gucken, was da ist. Syringe. Seems she hasn't given up her old tricks. Is this the same drug? Yes, but this is several times stronger than the dosage I received. Maybe she's escalating. This seems personal. Okay, wir haben die Spritze, wir haben die Leiche. Schauen wir uns die Leiche mal an. Oder das ist da am Boden, ja. Ein Haar. I found a lock of hair. Anything unique about it? It was cut at a downward angle. Probably with some force based on how clean the slice is. Okay, schau dich aber trotzdem noch mal um. Da rechts ist noch was. Oh ja, das habe ich nicht gesehen. Gut. Recent family photo? Vicky's not in it. It shows the Vales with another child in front of an industrial office. There's a logo on the building. Sieht aber nicht so aus, als ob das der leibliche Sohn wäre. Weil weiß plus weiß ist nicht gleich schwarz. Wenn man es mal so sagt. Eine umgekehrte Milchschnitte. Ja. Schauen wir uns das Messer an. It's clean. This wasn't used as a murder weapon. Then why was it lying on the floor? Kann ich mir auch noch keine Reim drauf machen. So, der Wandschrank. Ja, aber mit dem Messer ist dann wahrscheinlich der, vielleicht die Haarlocke abgeschnitten worden. Kann sein, ja. Oh. Alfred found Mr. Vale. Hängt er da? No. Ja. He's gone. 10 hours at least, judging by the state of his soft tissues. Und das okay. Ja, schauen wir uns den an, oder? Looks like a company. Müssen eh wieder inspizieren, wer wie mit was. The belt buckle is covered in blood. Before he was hung with the belt, Mr. Vale was beaten with it. Okay. Haben wir ihn? Was fehlt uns noch? Hier ist hier hinten noch irgendwas. Sieht nicht danach aus. Also war es wahrscheinlich in der Nacht zuvor. Boah, die Augen. Wie bei Until Dawn. Her eyes are gone. Mit der Chess, glaube ich, war es. Disturbing. Wurde auch unter Drogen gesetzt. Wound on her neck. Same kind Montoya and I both received, but this one's much worse. Okay, dann verbinden wir es mal. Also. Die Spritze wurde ihr in den Hals gestochen, ne? Genau. Und das Messer mit der Haarlocke. Same device, same drug. This confirms that Lady Arkham is the murderer. Oder ein Gehilfe. Aber wahrscheinlich war es sie, weil sie ihre Eltern waren. Dann das Messer. Mit den Haaren, ja. Messer mit dem Haar. It appears Mrs. Vale attempted to fight back with this knife, but only managed to slice through the attacker's hair. Stimmt, sie war da nicht in diesem Anzug, sondern sie war ist zivil hingegangen, weil sie eben die abgeschnitten hat, die Locke. Okay, dann also die Vicky Vale, ich habe halt gedacht, die kommt da mit dem Anzug vorbei. Gürtel mit dem Logo, was weiß ich jetzt nicht. Mit was für einem Anzug? Ja, mit ja doch, wenn die Lady Arkham ist, dann ist es oh, hat nicht gepasst. Dann ist sie ja. Warte mal, hat das jetzt gepasst? Nee. Doch, oder? Nee, das hat nicht gepasst. Okay, warte mal. Lass uns mal nachdenken. Das Logo ist mit dem Familienfoto. Weil er arbeitet ja da und das ist davor. Das
ist ein bisschen blöd zum Justieren, gell? Ja, es ist sehr unfein mit dem. Bisschen schwammig. The logos match. Mr. Vale owned an oil and heating company. Looking it up now. Yes, he's got a sizable warehouse in the industrial district and a fleet of delivery trucks. And now Vicky's got it. Okay, das heißt, was hat das mit der Gürtelschnalle auf sich? Haben wir einen übersehen? Das könnte sein. Oder ist hier noch irgendwo einer? Kannst du da hinterm Tisch noch rumgehen? Ja, ich gehe mal hier vorne. Da vorne haben wir noch nicht geguckt. Ach ja, hier geht einer ab, oder? Ja, hier geht einer ab. Schreibtischschublade. Ach so, okay, doch nicht. It's a letter from Gotham Social Services about a monthly stipend for foster parents. Vicky's a bit old for that, isn't she? It's not for Vicky. They have a boy. This must be Vicky shortly after she was adopted. Jetzt wird's interessant. Das ist schön und gut, aber was bringt mir das jetzt weiter? Ist da hinten bei der Treppe nur was? Hey, dreh dich mal nicht so komisch, du Kamera. Hier kann ich. Oh, da kann ich hier hochgehen? Nee. Anscheinend kann ich hier nichts mehr machen. Das hier, was ist das hier oben? Das ist der Hinweis auf der anderen Seite. Also wir haben hier den Gürtel. Aber das muss hier irgendwo mit dem Blut sein, oder? Hier muss doch noch irgendwo was am Boden sein. Oder hier am Tisch. Aber zeigt es jetzt schon, dass die Verbindung, die wir bis jetzt gemacht haben... Ja, die Verbindungen, die passen. Konntest du die vielleicht irgendwie mit drei Sachen miteinander verbinden? Nee, weil ich hier nur die Mama nicht... Nee, ich kann die Verbindung gar nicht mehr verändern. Geht nicht mehr. Puh. Dann geh nochmal zu der anderen Verbindung. Ist hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Hier im Eck? Da ist noch irgendwas. Ja. Large amounts of blood spatter across the walls. It's not steady like arterial spray. Someone was swinging wildly. Wait. There's a slight indentation where something bloody struck the wall with force. Das war wahrscheinlich dann die Gürtelschnalle. Something thrown. Nothing I can see. Ja, aber das passt ja dann immer miteinander. Genau. Gut. Also ich nicht verstehe, warum die im Schrank aufgehangen hat. Kann ja irgendwo anders auch aufhängen. Vielleicht ist da die... It must have impacted with the wall during the attack. Vielleicht ein guter Gardinenhaken, meinst du, oder was? Ja, dass da einfach die Gelegenheit vielleicht ein bisschen besser ist. Ich weiß nicht. Dass die Leiche an der Decke hängt. We stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Finde ich ein bisschen komisch. Trucks and warehouse, ich finde das ein bisschen komisch, weil die haben da gesagt gehabt, dass die Vicky doch adoptiert ist. Ja. Und das schwarze Kind wieder wahrscheinlich adoptiert ist. Ja. Wahrscheinlich war sie nicht glücklich bei ihrer Familie und wollte sich deswegen rächen. Aber warum ist dann auf dem Foto, was ausgestellt ist, warum ist das jetzt kein Familienfoto mit allen Vieren? Ja, wahrscheinlich, weil ihre Eltern halt sie nicht mehr wollten oder sie verstoßen haben dann irgendwann, also ihre adoptierten Eltern. Also irgendwas ist da nicht gut gewesen. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Finally, she dragged him to the closet and hung him with the belt. The blood loss got him way before the hanging did. That's horrific. She never acted out in such a violent way before. Why would she... Alfred, I think someone's still in the house. Going to look for a heat signature. Ob das vielleicht das Kind noch da ist? Anyone else is here? Dass sich das versteckt hat? Schwierig. Warte mal. Wir müssen jetzt Wärmesignatur checken. Machen wir das gleich in der Küche. Clear. Nothing here. Ach, der hat sich versteckt. Jetzt verstehe ich das. Ja, deswegen sage ich ja. Der wird aber oben sein, oder? Im Schrank ist er nicht. Schau mal, ob du... Vielleicht wie Harry Potter im ersten Teil. Das so. In dieser Türe unterhalb von der Treppe. Ja. Würde wahrscheinlich sein.
There's someone here under the stairs. So alive. Gut, so gut. Das wird wahrscheinlich der farbige Junge sein. Ja. Jackpot! Ich würde X machen. Ja. It's okay. I'm not going to hurt you. Sir, is everything all right? It's a kid, Alfred. The boy from the photo. Is he all right? Aside from the shock and a few bruises, he seems okay. He might be able to tell me more about what happened. Possibly. But if that's the road you go down, please do it with caution. Wir versuchen's. Ich würde B machen. Okay. Hey, it's gonna be okay. You're gonna be all right. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Something bad happened out here. I know it might be scary, but I need your help. Can you do that? Okay. I need you to tell me if you saw or heard anything. This is important. I heard someone say something. Something about drugs, fighting the police. I don't know who. I don't know who because I didn't see anything. I didn't see anything because they're hidden here. Please don't send me to punishment. Calm down. See, that does help me. Thank you. Da ist doch gerade jemand gekommen, oder? Get down. Oh. Eine Drohne. Well, hello, Batman. What a pleasure to see you. Penguin. Let me guess. You're trying to figure out our next move. Figure out where the drugs are. Did I get it? Am I close? Pathetic. I've got these little bat traps all over the city. But I should have known a good double murder would be what brought you out in the open. Wie kannst du den nur verfehlen? Das war ein guter Schuss. Guter Wurf. Hey, hör mal auf! Das war den, den genau wir von der Catwoman geklaut haben. Wahrscheinlich wäre der Junge jetzt gestorben, wenn wir das nicht geklaut hätten. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, ja klar. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Okay. Gute Arbeit. Nice work, kid. They're dead. B, oder? B, glaube ich, ist das Richtige. Ja. I'm so sorry that I couldn't save your parents. You don't know how sorry. I promise, I won't stop until I catch the person that did this. Das ist brutal hart. Vor allem, so grausam. Vor allem der Bruce, der kann sich einfach total in die Situation hineinversetzen. No matter where you go, that will always be true. And I will always owe you one. Batman! Oh my God. He was the only survivor. Come on, let's get you out of here. He saved me. Oh, Jesus. Was this the Children of Arkham? Again? Why would they attack a family like the Vales? Because their daughter Vicky is Lady Arkham. She killed her own parents so she could use their company warehouse to stockpile the rest of her drugs. Vicky? Vicky Vale, the reporter? And so, who is the boy then? Ich
Schritt. Die Vales haben ihn adoptiert, oder willst du? Würde ich auch sagen. That boy was the Vales' adopted son. According to the papers I found, they were receiving a pretty significant stipend. He says he heard something about drugs and attacking the police. Can't confirm anything, but it sounds like the children of Arkham might be plotting something with those drugs against your people. Thanks for the heads up. The warehouse is Vale Oil and Heating. You should secure it as soon as possible. I'll get on it right away. What about you? I've got something I need to look into. Der hat immer so bosshafte Antworten. Lieutenant, what's going on here? Securing the crime scene, Commissioner. Not anymore, you're not. I'm taking over this investigation. I can't risk you allowing Batman to contaminate our crime scene again. Oh shit. Das war cool. Das fand ich mal auch cool, dass wir das nicht entscheiden konnten.